Moin Moin, Freunde, neue Flaschenpost. Ihr habt sicherlich schon auf der World of Warships-Seite heute die ein oder andere Nachricht gelesen. Wir möchten euch heute in dieser Flaschenpost zu den Richtlinien, zu den Mods nochmal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ihr habt ja sicherlich die letzten Flaschenposts, sagt man dazu, Flaschenposts, die letzte Flaschenpost oder die Videos, die wir davor zu dem Thema gebracht haben, verfolgt. Und ein Thema war am 21.11. halt die Einführung von Bans und ja, Kontrolle, welche Mods in World of Warships benutzt werden. Jetzt auch quasi offiziell. Das war ja vorher auch schon immer so ein bisschen vorhanden, aber es wurde nie so richtig offiziell gesagt, außer halt in den üblichen AGBs und was da also alles existiert. Jetzt hat sich Warships oder Wargaming nochmal was Konkreteres überlegt. Hier auch nochmal konkreter zu werden, wie jetzt vorgegangen wird, weil doch ja sehr viel Unsicherheit existierte nach der ersten Nachricht. Und hier wurde jetzt ein Drei-Verstoßsystem quasi initiiert, was ich persönlich ziemlich fair finde und auch vernünftig transparent. Es gibt aber immer noch ein paar Fragen, die man jetzt so schon aufnehmen kann. Also, bei einem Verstoß gegen diese Regel, also die Regel lautet, man soll keine Mods mehr extern runterladen, sondern nur noch über die dafür vorgesehene Forumseite. In dem Bereich Spielermodifikation gibt es im Forum quasi geprüfte Mods, wo man sich diese, ja, wo dann Links existieren, dass man diese runterladen darf. Die sind geprüft, die sind freigegeben und die darf man dann benutzen. Sollte man einen anderen Mod benutzen und Wargaming kommt dahinter, dass man ihn benutzt, gibt es in erster Linie noch nicht viel, sondern man wird darauf hingewiesen, dass man eine Software benutzt, die nicht von World of Warships freigegeben ist und man bekommt so eine erste E-Mail. Hier steht dann drin, sehr geehrte Spielerinnen, sehr geehrte Spieler, wir haben ermittelt, dass Sie eine oder mehrere verbotene Modifikationen des World of Warships-Klienten benutzen und verwarnen Sie hiermit offiziell. Bitte verzichten Sie zukünftig auf verbotene Modifikationen und so weiter und so weiter. Hier wird dann auch nochmal darauf hingewiesen, wo man sich informieren kann, welche Mods man benutzen kann. Und das war's dann. Da sollte dann jeder wach werden von euch und sagen: Ey, pass auf, ich habe hier irgendwie was Falsches getan, offensichtlich, tut mir leid, wie auch immer, ich möchte mich in Zukunft regelkonform verhalten. Und das ist ja auch das große Ziel dieser ganzen Geschichte, sich regelkonform zu verhalten, dass quasi jeder Spieler in World of Warships, World of Tanks, World of Warplanes die gleichen Chancen hat. Hier bezieht sich das hauptsächlich jetzt auf World of Warships, sind ja auch auf der World of Warships-Seite. Beim zweiten gibt es das gleiche nochmal, bloß dass es dann schon mal 7 Tage Sperre gibt. Ja, also man darf dann schon mal 7 Tage überlegen, ob man das wirklich durchziehen möchte bis zum bitteren Ende. Ja, und der dritte Punkt ist dann, dass man dann eine oder mehrere Verbotmodifikationen benutzt und damit wird das Konto dauerhaft gesperrt. Nach dem, was ich bis jetzt weiß, ist es bei World of Warships noch nicht vorgekommen, dass einmal ein gesperrtes Konto wieder aktiviert wurde. Bedeutet quasi, ihr habt dann euren sämtlichen Spielefortschritt ja, verloren. Jetzt gab es da schon diverse Kommentare, wie läuft das denn jetzt und so weiter. Es ist eigentlich ganz einfach. Wie gesagt, ihr geht immer über diese Spielermodifikation, da könnt ihr dann sehen, welche Mods erlaubt sind, die kann man benutzen. Dann gibt es auch einen Kommentar, den ich gesehen habe, wo es darum geht, ja, in Deutschland ist ein permanentes Account-Sperren verboten. Das mag sein, dass das in Deutschland verboten ist. Aber ich bin jetzt natürlich nicht ein Anwalt oder Rechtsempfinden, aber nach meinem Wissen stehen die Server nicht in Deutschland. Und damit dürfte hier auch nicht deutsches Recht gelten. Das ist ja wie immer im Internet, ja, es gibt immer so viele Sachen, wenn YouTube in Deutschland Server hat und hier in Deutschland Zugang hat und so weiter, dann müssen sie sich auch an die Rechte halten. Ich glaube aber, das wird nicht ganz einfach, das hier durchzusetzen, dass der Account dann gesperrt wird. Und das wieder entsperrt werden muss, weil es in Deutschland verboten ist, dass man Account dauerhaft sperrt. Dann wird es eben anders genannt oder es gibt halt dann irgendwie, vielleicht gibt es ja irgendwann mal einen Präzedenzfall. Ich hoffe nicht, weil ich denke, Ziel muss sein, dass wir uns hier alle an die gleichen Regeln halten.
und damit auch den gleichen Spielspaß und die gleichen Chancen haben. Und ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, auch clanintern bei uns finden alle diese Vorgehensweise und diese Klarstellung, die World of Warships hier bringt, auch, ja, auch gut. Guck mal, Spielermodifikation, da kann man dann hier genau sehen, welche Mods jetzt hier wo wie Torpedo Boots, Soundpacks, Expanded Minimaps, all diese Sachen. Hier wird also wirklich einiges erwähnt. Jetzt klingelt hier immer diese MP3, die ich euch im Hintergrund einspiele, nicht ganz so monoton ist. Ja, Interface Mods, Visual Mods, das ist hier alles aufgeführt, ist im Moment alles noch in Englisch. Ist klar, man muss erstmal eine grundlegende Sprache finden. Das wird dann nach und nach im deutschen Bereich übersetzt. Also wie gesagt, ich halte diese Sache definitiv für eine gute Sache, dass sie sich darum jetzt kümmern und da auch ein bisschen mehr drauf achten. So, und weil World of Warships so viel Spaß macht und euch da draußen auch, und ihr deswegen guckt ihr auch diese Videos, weil World of Warships weiterhin Spaß machen soll und hier auch keine Cheater im Spiel sein sollen, habe ich noch was für euch. Ich weiß nicht, für den Fall, dass ihr noch nicht wusstet, es gibt aktuell diesen Code, den könnt ihr einlösen. Einfach hier T4NKYOU. Das gibt 24 Stunden Premium-Spielzeit für everybody, die einen Wargaming-Account haben. Ihr aktiviert den ganz einfach. Hier oben seid ihr eingeloggt. Bei mir ist es Maracha. Ihr kennt mich. Klickt hier unten auf Wargaming-Code aktivieren. Dann wird hier ein bisschen Ladezeit. Dann gebt ihr hier den Code. Geiles Beispiel. Zack, dann gebt ihr hier den Code ein und ich habe den Code jetzt schon aktiviert. Und dann kommt hier, vielen Dank, Code ist aktiviert. Also, das gibt euch 24 Stunden Premium-Spielzeit. Ich denke, das ist doch ein ganz netter Zugewinn. Das sollte auch schon gewesen sein von meiner Seite. Ich hoffe, ihr habt weiterhin viel Spaß mit World of Warships, weiterhin viel Spaß mit Sea Crowds. Vergesst heute Abend unser Gewinnspielstream nicht, sorry, und wir sehen uns bis zum nächsten Mal, euer Macher, euer Secrets Team. Ciao, ciao.